Guten Morgen, Udo. Hey, seit wann sagst du denn guten Morgen? Seit wann das denn jetzt? Sag immer guten Morgen. Ja? Wir haben eine Stunde miteinander geschrieben, da hast du nicht ein Wort guten Morgen gesagt. Und jetzt willst du... Hier. Ich werd schlecht, jetzt macht er einer freundlich. Ich bin immer freundlich. Aber nicht zu mir. So, wenn wir da jetzt reingehen. Lieb und nett sein, zu allen, auch zu mir. Kennst du den Film Das letzte Einhorn? So. Dir das Ding von hinten rein, dass es dir wirklich wehtut. Was ist denn deine Aufgabe? Ja, bestimmt wieder den ganzen Scheiß zu schleppen, so wie ich dich kenne. Und was ist deine Aufgabe? Nix. Ja, das, was du am besten kannst. Jedes Mal. Schieben, ich erkläre, was wir machen. Also, wir bauen jetzt... Hey! Du kannst doch wohl so einen scheiß Einkaufswagen festhalten. Ey, du setzt dich genau vorne. Bist du blöd oder was? Du setzt dich genau vorne. Bist du blöd, dass du mich da fast fallen lässt? Jo, und? Ist ja nicht... Schade um dich, oder? Tesafilm auf deinem... Oh, nee. Ich kotze mich gleich. Ja, du dieses bescheuerte T-Shirt mit dem Tape drauf. Das steht mir und mir gefällt's. Aber wieso ist da Tape drauf? Wegen der Brustwarzen. So, mein Gott. Komm hierher, du Dussel. Komm hierher. Was hast du denn all zu motzen? Ich will nicht den ganzen Tag hier. Wir wollen noch einen Tisch bauen. Robert Geis hat übrigens angerufen. Ja, er will seine Schuhe wieder haben. Nee, die Hose. Wir holen jetzt das Material für den Tisch. Ja. Und dann bauen wir den bei mir auf dem Balkon zusammen. Okay. Udo! Udo! Was willst du? Hast du ganz hin? Wir müssen zur Stahlabteilung. Was? Wir müssen zur Stahlabteilung. Hast du wieder einen gut roten Nacken, wa? Ey, packst mich noch einmal an jetzt, ne? Dann hau ich dir in das Rohr fest. Endlich mal ein Rohr in der Hand, wa? Das ist ein Rohr, ne? Du warst früher mal Torwart, ne? Ja. Bist du verrückt? Auf! Bevor wir das Material haben, ne? Da fliegen wir hier hochkant raus, wegen dir. Wir holen jetzt 6 Vierkantrohre. Was bauen wir da raus? Ein Tisch. Bist du doof? Da wird ein Tisch, da sind die Beine! Was bauen wir dann da raus? Ein Tisch! Du baust jetzt also aus den Rohren den ganzen Tisch? Nein. Das Untergestell. Jetzt nochmal einen ganzen Satz, Udo. Wir bauen das Untergestell für den Tisch. Woraus? Aus Schrauben? Aus Vierkantrohre. Wir kaufen keine fertige Tischplatte, sondern wir kaufen... unbehandelte Bretter und da bauen wir unsere Tischplatte von. Wir hätten fast was vergessen. Was denn? Wir müssen das Gestell ja irgendwie festmachen. Tischplatte müssen wir noch irgendwie festmachen. Denkst nicht nach. Jetzt, ja doch, ich wusste nicht, dass wir da... Für den Rahmen nehmen wir jetzt noch 2 Latten mit. Fang. Auf mit so eine Scheiße! Wicke! Wie spinnst du? Also, um den Tisch zu versiegeln, nehmen wir Boots- und Yachtlack. Wofür ist der Boots- und Yachtlack? Für die Bretter. Und warum? Ja, wenn man ein Glas über Kopf hält, dann nicht reinfrisst in den Holz. Alter, du bist ein Erklärungsweltmeister, ne? Ja. Das ist eine Schutzbeschichtung. Oh, deine Eltern, ne? Die hätten sie schützen sollen. So, wir haben jetzt alles und jetzt können wir das Ding bauen. Geh da weg, ich muss weiter. Schön, dass du mit anfragst. Bei 34 Grad fangen Udo und ich jetzt auf meine Terrasse an, diesen Tisch zu bauen. Mit flotter Musik seht ihr jetzt Schritt für Schritt die Bauanleitung. Essensrest auf den Zähnen. Und? Weißt du was, du hast gleich keine Zähne mehr. Ihr benötigt Latten für den Tischrahmen, Bretter für die Tischplatte. Das wird richtig geil. Und Vierkantrohre für das Gestell. Sowie Spax, Schrauben, Bootslack und Gelöt. Musik ab, wir fangen jetzt an.
Der Tisch ist fertig, Alter. Gott sei Dank. Digga, bist du verrückt? Leute, schon im Ganzen. Du hast sie nicht alle.